Manoi kommt nicht aus Vietnam, sondern aus Polen. Was das für ein Bier ist, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video am Polish Beer Friday. Ja, ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid startklar für ein, glaube heute, richtig spannendes Bier. Es ist mal wieder eine Kollaboration von Browar Nepomucen mit Browar Dwoch Braci. Da oben sind die beiden. Und das Bier heißt Manoi, ist ein Pastry Sour, hat aber 7,0 Volumenprozent Alkohol. Ich hatte Pastry Sours immer so mit deutlich geringeren Alkoholwerten am Schirm. 20 Grad Plato und leider, man schweigt sich über die Bittereinheiten ja in Polen leider etwas aus. 8 bis 10 Grad Serviertemperatur, das glaube ich, haben wir hier ganz gut hinbekommen. Passt auch eher zu dem etwas höheren Alkoholgehalt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ein schönes Sauerbier, was sich hier hoffentlich erwartet. Ich kann mir im Augenblick das Etikett da nicht so ganz zuordnen. Das Einzige, was ich hinten rausgefunden habe, beziehungsweise mir auch versucht habe, so ein bisschen zu übersetzen, ist, dass Pfirsich, Mango und Passionsfrucht mit drin ist und Laktose auch zum Einsatz kam. Wir werfen noch einen Blick auf die Bottle Cap und dann würde ich sagen, gehen wir das Ganze auch mal an. Sauerbiere, ja, gerade im Sommer ein Bierstil oder eine Biergruppe, kein eigener Bierstil, aber die sich wachsender Beliebtheit erfreuen, dass man eben auch mal erkannt hat, oh, habe ich gerade gesagt, dass da Pfirsich drin ist, das schaut ja aus wie Pfirsichsaft. Heieiei! Das schaut aber wirklich nach einem Bier aus, was saftiger nicht sein könnte. Bevor der Schaum weg ist, eine ja, leicht beige-orangene Schaumfarbe, aber wie viele Sauerbiere bleibt da schaumtechnisch relativ wenig über und dann schaut es tatsächlich aus wie ein Pfirsich-Multivitaminsaft und hat auch so eine ähnliche Trübung, gleichmäßig und zwar vollständig. Kohlensäure sieht man nicht mehr viel, aber undurchsichtig. Also das ist wirklich mal, ich glaube, ihr verarscht mich, das ist also Mangosaft. Es hat, wie hieß denn das? Wir hatten neulich mal, das steht glaube ich noch hier hinten irgendwo, wie hieß denn dieses Cuyamara? Es riecht wie so ein Milchfruchtspeiseeis. Diese Cuyamara Split hieß das, glaube ich, ne? Der hat doch Blechbrot zusammen mit irgendwem. Ich habe die Dose, da hinten steht es noch, das Split Splash. Ein Krümelmonster da wieder hinstellen. Die haben damals so ein Bier gemacht. Und seitdem kriege ich diesen Geruch aus der Nase nicht mehr raus. Aber genauso riecht das. Wahnsinn. In diesem Sinne. Cheers. Oh. Heieieiei. Das schmeckt auch so. Warum habe ich denn nur eine Flasche von gekauft? Ich weiß nicht warum. Aber das ist ja wirklich ein Granatenbier. Fruchtig, süß, leichte Säure. Wir haben Mango voll drin. Wir haben Pfirsich bis zum Abwinken. Wir haben diese, also Laktose hat man da sicher auch nicht gespart dran. Das geht schon fast so von diesem Milcheis, leicht joghurtig, bittere, überhaupt nicht vorhanden. Auch nicht so vollmundig, aber saftig wie die Hölle. Also vor allen Dingen, das hat 7%. 20 Plato, hallo, Doppelbock. Also das würde ich jetzt gerne mal sehen. Wenn ich in Bayern das vorstelle, sage ich, ja, servus, das ist ja Doppelbock. So groß ist das. Ja, das wäre, glaube ich, sollte ich tatsächlich mal machen. Das Ding mal in irgendeinen bayerischen Biergarten einsetzen. Oh, ich mag es ja Doppelbock. Das ist ein saurer Doppelbock. Was? Ja, schöner mittlerer Körper, toll abgestimmte, eher etwas reduzierte Kohlensäure. Auf seine Art sehr erfrischend, wirkt in Wahrheit immer noch wie ein säuerlicher Mango-Pfirsichsaft. Aber unfassbar geniales Bier.
kein Alkohol zu spüren. Es geht auch hinten genauso weiter, wie es vorne angefangen hat. Bleibt die Fruchtigkeit, es bleibt die Säuerlichkeit. Ich bin restlos begeistert, das muss ich fairerweise jetzt sagen. Echt ein Granatenbier. Und ja, deshalb für das mal neu. Und wenn es das nochmal gibt, dann werde ich mir das tatsächlich wieder mitbestellen. Und zwar in größeren Mengen. Von ProbierTV gibt es 5 von 5 möglichen Punkten für das mal neu von Browar Nepomucen und Dwoch Braci. Eine schöne Kollaboration aus Polen, die mal wieder zeigt, was Sauerbiere alles können. Und in dem Fall können sie richtig, richtig viel. Ich sage an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr mir eure Sauerbiererfahrungen mal mitteilt oder Biere, die tatsächlich so, das, boah, genial, das riecht auch noch wie dieses Eis. Wahnsinn. Ich setze mich jetzt raus in die Sonne, wünsche euch einen schönen Freitagabend. Und wir sehen uns hoffentlich wieder beim nächsten Bier. Wenn ihr das Ganze sicherstellen wollt, dann klickt da unten bitte nochmal auf Abonnieren. Und wie gesagt, dann sehen wir uns beim nächsten Bier. Kontakt aufnehmen, YouTube, Facebook, Instagram. Würde mich freuen, wenn ihr da irgendwo einfach mal eure Kommentare hinterlasst. Wenn es euch gefallen hat, auch wenn es euch nicht gefallen hat. Ich bin da relativ offen und freue mich über jede Form der Kontaktaufnahme. Ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid beim nächsten Bier. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.